Wir stehen jetzt südlich von Ulm und haben jetzt eine Zelle beobachtet, schon beim Herfahren habe ich immer wieder die Kamera drauf gehalten, die sich in seiner Form sehr schnell verändert, aber relativ stationär ist, was ein Indiz für eine Superzelle sein könnte. Jetzt aber leider Gottes sind schon Auflösungstendenzen zu erkennen. Also es ist auch relativ kühl schon geworden und wir beobachten jetzt hier noch weiter, was diese Zelle hier mit sich bringt oder was sie noch macht. Aber ich denke mal, es wird jetzt langsam Abend und dadurch wird sie auch nicht mehr lange durchhalten. So, wir fahren jetzt Richtung Ulm. Setzt hier Hagel ein. Wir fahren jetzt direkt auf die Zelle zu. Ja, wir stehen jetzt hier unter einer Unterführung in der Nähe von Ulm. Und Wolfgang, wenn du dich mal kurz hinüberdrehst, was sich da hinter uns abspielt. Alle Autos bleiben stehen, es ist eine lebensgefährliche Situation hier auf der Autobahn. Aber jeder hat natürlich Sorge um sein Auto, es hat hier Hagel eingesetzt. Und wenn wir kurz nach vorgehen, Wolfgang. Es ist immer noch, währenddessen, es hagelt immer noch. Wenn wir hier schauen. Die Leute haben mehr Angst, es ist nur kleiner Hagel, aber es klingt am Auto natürlich relativ stark. Aber natürlich, man ist das hier nicht so gewohnt wie in den USA. In den USA würde hier niemand stehen bleiben, weil das kein Problem darstellt. Aber hier natürlich in Deutschland und Österreich ist man Hagel nicht so gewöhnt. Ja, die Zelle ist jetzt drüber gezogen, ist jetzt auf der rechten Seite der Autobahn, zerfällt aber jetzt in Niederschlag, Strukturen sind nicht mehr vorhanden. Wir stehen jetzt an der Rückseite dieser Zelle hier bei Ulm, genauer gesagt in Neu-Ulm. Und man sieht hinten immer noch Struktur, aber hier zerfällt das gerade. Aber das heißt noch lange nicht, dass es vorbei ist. Es sind immer noch Zellen aktiv. Das war's für heute. Wenn wir noch Blitze sehen in der Nacht, dann wird das morgen nachgeliefert. So viel aus Neu-Ulm. Für Wetter Online, mein Name ist Andreas Stiedl. Bis morgen dann.